Ja, hallo bei einer neuen Ausgabe von Sweet Checker. Heute testen wir dieses Gerät hier, Micubar Giant Buttons. Ihr merkt schon, das ist Englisch. Habe ich letztes Mal aus England mitgebracht, ist schon ein paar Wochen her. Liegt hier schon auf dem Dachboden hier rum und wartet auf seinen Test. Was merke ich? Ist ein bisschen weich geworden vielleicht? Vielleicht. Ich habe es nochmal in den Kühlschrank gepackt und werden wir mal sehen, ob sie es überlebt haben. Also, Micubar Giant Buttons. Heute im Test von der Firma Nestle. Da fragt man sich natürlich, ich sehe sowas, und denke mich, hey, Nestle, ist nicht gerade eine englische Firma? Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Keine Ahnung, vielleicht ist es so schlecht, keine Ahnung, kann sein. Wir werden es mal austesten. So, die Packung verspricht irgendwas mit gigantischen Buttons. Ich denke zwar nicht immer sofort an Schokolade, aber scheint was mit immer Schokolade zu tun haben. Alles natürliche Ingredienzien, super. Und müssen wohl so kleine Dinger sein mit weißer Schokolade. So, machen wir mal auf die Scheibe. Mist. Na, nicht so voreilig hier, ne, mit der Scheibe. So, das sieht ja ziemlich langweilig aus. So, schauen wir mal rein. Das sind so. Ja, langweilig. Ist ein Ding. Schokoladendingsbums. Also so Schokoladen. Nix mit gefüllt oder so. Hat man nicht mal so eine weiße Schokolade im Test von Nestle? Also was rieche ich denn hier? Also die Packung ist ja ganz witzig. Grob ist, das riecht scheußlich. Total nicht nach Schokolade. Riecht so ein bisschen nach so einem Konservierungsstoff vielleicht. Dieses Ding hier hat eine runde Form, riecht, die Verpackung auch, ansonsten ein bisschen geschmacklos, geruchslos. So, das soll weiße Schokolade sein. Hat einen relativ guten Biss für Schokolade. Schmilzt sehr schnell im Mund. Sie ist gar nicht süß. Ja doch, sie ist, ja, ist so im Mittelfeld einordnen. Schmeckt aber gar nicht so richtig gut nach Schokolade. Ich mag weiße Schokolade. Ich mag so gerne weiße Schokolade. Die mag ich nicht. Die schmeckt ganz kurz, so blitzt so einmal kurz auf. Hallo, ich bin Schokolade. Da muss ich mehr davon nehmen. Also, man merke, das ist der Trick. Nimmst du ein, ist der Geschmack ganz kurz nur da. Das führt dich dazu, dass du reingreifst und mehr rausnimmst in deinem Mundstoff. Das führt dazu, dass die Tüte sehr, sehr schnell leer ist und wahrscheinlich dann das, oh Mist, die Tüte ist leer, ich muss noch welche kaufen, schnell ran! Und somit machen die Leute ihr Geld. Nö. Also, dieses Produkt kaufe ich nicht wieder. Finde ich nicht gut. Kein toller Geruch, der Geschmack ist zu kurz, überhaupt keine tolle Schokolade. No way. So, das war's. Micubar Giant Buttons von Nestle. Hier muss ich mal gucken. Nicht kaufen. Und tschüss. Schaut mal auf meiner Webseite vorbei, www.sweetchecker.com oder auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.